Nächste Rednerin ist noch in dazugekommen, die Clubobfrau des Teams Dronach, Katrin Nachbauer. Sehr geehrte Vertreter auf der Regierungsbank, liebe Kollegen im Hohen Haus und sehr geehrte Steuerzahler. Ich fand es schade, dass heute manche in diesem Hohen Haus nicht ganz verstanden haben, worum es in dieser Sondersitzung geht. Und deshalb erlaube ich mir, das noch einmal für alle zu erklären. Es geht einfach darum, dass Österreich immer mehr fremdbestimmt wird und sehenden Auges seine Souveränität aufgibt. Das wird uns viele Arbeitsplätze kosten. Und ich erkläre Ihnen noch gerne mal, warum diese unklare, schwachmatische Politik reißt uns im Osten in einen Wirtschaftskrieg hinein. Da wird unsere Neutralität, ohne mit der Wimper zu zucken, einfach so über Bord geworfen. Und das kostet Tausende von Arbeitsplätzen. Und was den Westen anlangt, so liefert diese beschämende Aufgabe unserer Wirtschaftspolitik uns irgendwelchen Verhandlungsspezialisten für TTIP aus, ohne zuvor eine klare Definition entwickelt zu haben, was ist gut für die österreichischen Unternehmer, was ist gut für die österreichischen Arbeiter, was ist gut für die österreichischen Konsumenten. Die österreichischen Unternehmer und Arbeitnehmer, sollte ich sagen, sind das Rückgrat unserer Gesellschaft und unseres Wohlstands. Und Ihnen gebührt ganz großer Dank und Anerkennung, dass Sie so hart und so fleißig arbeiten. Diese Leistung erbringen Sie aber nicht wegen dieser großartigen Politik von SPÖ und ÖVP, sondern trotz dieser Politik. Wir setzen uns für eine bessere Politik ein. Und da erlaube ich mir auch, Ihnen das noch einmal zu erklären. Das wurde auch nicht verstanden. Wir sagen, runter mit der Bürokratie, runter mit den Steuern, wenn Firmen in Österreich investieren, damit es hier Arbeitsplätze geben kann. Und wir wollen eine Beteiligung der Mitarbeiter am wirtschaftlichen Erfolg der Firma, den sie schließlich helfen zu erwirtschaften. Aber sowas wollen unsere sozialistischen Freunde ja nicht hören, denn dann stoßen sie mit ihren klassenkämpferischen Parolen auf ihre Grenzen. Sie wollen ja keine unabhängigen und mündigen Bürger. Sie wollen möglichst viele Menschen, die von ihren Almosen abhängig sind. Und so wie der Bundeskanzler Faymann gestern im TV gesagt hat zu dieser Dame, zur Friseurin, die sich berechtigterweise Sorgen macht, dass die Pension zu gering ist und dass sie die Miete nicht zahlen kann, da hat sie der Herr Bundeskanzler einfach vertröstet und hat gesagt, es gibt eher einen Mietzuschuss, es gibt eher eine Wohnbeihilfe. Das ist nicht der Punkt, sehr geehrte Damen und Herren. Wir müssen schauen, dass den Menschen genug im Geldtaschel bleibt. Daher sagen wir runter mit den Steuern, anerkennen wir die Leistung der Arbeiter, beteiligen wir sie am Erfolg. Und der Herr Vogel, der sagt da, wir setzen uns für die Arbeitgeber ein und nicht für die Arbeitnehmer. Also so etwas Absurdes habe ich wirklich noch nie gehört. Da besteht doch ein Zusammenhang, Herr Vogel. Jeder Arbeitnehmer braucht auch einen Arbeitgeber, sonst ist er ja kein Arbeitnehmer. Außer Sie wünschen sich, dass möglichst alle Österreicher in der Gewerkschaft und in der Arbeiterkammer angestellt sind. Das ist natürlich was anderes, aber das kostet Steuergeld. Wir wollen Arbeitsplätze, die Steuergeld bringen. Man braucht so viele private Arbeitgeber wie möglich, damit es Arbeitsplätze gibt, die Steuergeld bringen und nicht Steuergeld kosten, so wie die meisten Berufspolitiker und Staatsbediensteten eben den Steuerzahler viel kosten und nicht immer so viel bringen. Danke.